Heili Hallöchen, mein Name ist Toxic und dies ist das Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2011 Over the Nexus. Und ich habe noch ein bisschen am letzten Duellpuzzle gearbeitet. Und glaube, dass ich es jetzt hinbekommen habe. Es ist auf jeden Fall echt bisschen knifflig, aber ich war schon ganz gut dabei. Es gibt eine Sache, die ich total überlesen habe, beziehungsweise gar nicht gelesen habe. Denn ich kann mit Gaias Schimmerkraft mir 3000 Lebenspunkte gönnen. Dann mit diesem Sturmdroger den wunderbaren Sternenschnuppendrachen auf den Friedhof schicken. So. Jetzt kann ich Wundersynchro-Fusion aktivieren. Und dadurch kann ich den Ritter rufen. Jetzt denkt sich mancher, ja, scheiße, jetzt ist es verloren. Du verlierst natürlich 1000 Lebenspunkte. Das ist richtig. Gut mitgedacht, junger Padawan. Jedoch habe ich den Effekt von Drago Equitana nicht gewusst. Denn Effektschaden wird reflektiert. Und man verliert nichts. Also very nice. Also jetzt jede Zauberkarte, die man hat, sozusagen nutzen. Und damit ihm die ganze Zeit wieder Lebensmittel zurückschmeißen. Dann Instant-Fusion machen. Blütenwolf rufen. Und somit fügt man ihm immer selber noch ein bisschen Schaden zu. Jetzt muss ich gucken, welche Reihenfolge richtig war. Ich meine, zuerst Begräbnis ist einer anderen Dimension. Denn damit, ganz wichtig, die zwei Synchromonster, zwei Empfängermonster, plus den Sternstuppendrachen, zurück in den Friedhof knallen. So. Dann kriegt er nochmal 1000 Lebenspunkte Schaden, bla bla bla. So, dann Topf der Güte aktivieren und mit ihm die zwei Synchromonster zurück ins Deck schicken. Schrottungeheuer und Schrottgoblin, glaube ich, heißt er. Jetzt haben wir nämlich 5 Synchromonster drin. So, dann verliert sie nochmal 1000. Wunderbärchen. Und jetzt können wir mit Notfallteleport und den Psi-Befehlshaber rufen. Dadurch können wir, also erstmal zieht sich nochmal 1000 Lebenspunkte selbst ab, bla bla bla. So. Dadurch können wir nämlich den Schrottdrachen rufen. So. 1 und 2. So, dann haben wir den Schrottdrachen auf dem Feld, denn den brauchen wir unbedingt, um die Schwerkraftbindung kaputt zu machen, damit wir überhaupt angreifen können. So, und ganz wichtig, nicht die Karte kaputt machen, sonst seid ihr nämlich tot. Oder? Oder muss man gerade die kaputt machen, weil es dann Effektschaden ist? Ich weiß nicht, ich mache mal mit dem Sturmdorga. Und ganz wichtig, Schwerkraftbindung zerstören, nicht die andere Karte, ansonsten könnt ihr nicht angreifen. So, jetzt, hier bin ich jedoch am Hapern. Wenn ich jetzt den Effekt von Drago Equitana aktiviere, kann ich Sternschnuppendrachen entfernen. So. Jetzt will ich mir den Effekt ganz genau durchlesen. Kann einfach Zug aktiviert werden. So. Zeige die obersten Karten, mische sie ins Deck zurück und die maximale Anzahl der Angriffe in diesem Spielzug entspricht der Anzahl der vorgezeigten Empfängermonster. Annulliere die Aktivierung eines Effekts, die die Karte auf dem Spielfeld zerstören würde, und zerstöre die Karte. Wenn diese Karte ein Monster des Gegners angreift, kannst du es wählen, dann diese Karte aus dem Spiel entfernen und den Angriff annullieren. So. Ich habe das jetzt gemacht, aber ich kann den Effekt nicht aktivieren. Was ist da los? Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe nur 4 Karten im Deck. Ist das jetzt echt der Ernst der Lage? Okay. Ganz ruhig. So, das machen wir jetzt alles nochmal. Das ist jetzt extrem kacke. Ich werde auch pausieren, bis ich gleich wieder da bin. Und ich sage es gleich. So, da bin ich auch schon wieder.
Ich bin jetzt dabei, mit dem Topf der Güte mir die zwei Synchros zurück ins Deck zu knallen. Zwei Empfänger. Sorry. So. Meine Frage jetzt. So, wenn ich jetzt den Effekt aktiviere, was passiert dann? Und Sternschnuppendrache nehme. Kann ich einen Effekt aktivieren? Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5 Synchros, Brudi. So, und jetzt muss ich Notfallteleport aktivieren. Das ist ganz wichtig. Ja, das hatte ich vergessen. Beziehungsweise nicht in Betracht gezogen, dass dieser Effekt nicht durchgeht, falls nur... Boah, ich dachte, das zählt jetzt nicht mehr als Draco Equitana. Das wäre jetzt der Enrage gewesen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch den Schrottdrachen. Und mit dem können wir seinen Effekt aktivieren. Legen unser kleines Insektchen auf Seite. Missklick. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz. So. Ganz wichtig, wählt die Schwerkraftbindung aus. Keine Kette hinzufügen. Jetzt können wir angreifen. Wunderbar. Mit dem Schrottdrachen zuerst. Und dann einmal Sternschnuppendrache. Das zweite Mal Sternschnuppendrache. Das dritte Mal. Das vierte Mal mit dem Sternschnuppendrachen. Ein direkter Angriff. Und zu guter Letzt. Das fünfte Mal. So. Okay. Das Duellpuzzle hat auf jeden Fall was gehabt. Ich glaube sogar das schwerste von allen drei Teilen. Jetzt sagen, weil auf die anderen kommt man eigentlich schon. Aber das hier ist echt schon was knifflig. Was heißt schwer? Eher so knifflig. Also da muss man erst drauf kommen, aber dann ist es eigentlich logisch. So. Ich kriege ein Geschenk und das ist... Ist jetzt ein Witz, oder? Wenn du magst, kannst du dein eigenes Duellpuzzle erstellen, Toxic. Du kannst unter Menü, Duellantmenü, Duellpuzzle bearbeiten. Hey, lass mich auch rein. Okay, das war's. Toru. Du warst der, der gesagt hat, er wäre zu beschäftigt, einen Duel Runner zu bauen und zu spielen. Oh ja, tut mir leid. Ich muss ihn nur schnell fertig bauen, damit ich schnell in die Stadt kann. Ja, mach das. Du sagst die ganze Zeit, dass du der beste Turbo-Duellant der Welt wirst. Aber wenn du hier bist, heißt das, du hast deinen Duel-Runner fertig. Natürlich. Nicht. Ich bin nur gekommen, um mein Werkzeug zu holen. Was? Ich will deinen Duel-Runner wirklich schnell sehen. Ah, der Kartenladen ist offen. Ich habe keine Zeit, um hier rumzusitzen und mit dir zu quatschen, Toru. Sag das nicht. Warte, der Kartenladen macht heute auf? Hatte ich total vergessen. Ich schätze, ich werde später mal vorbeischauen. Ach ja, das Werkzeug, das ich brauche. Wäre dumm, wenn ich die eine Sache vergesse, wegen der ich käme. Naja, ich sehe euch alle später. Okay. Toxic, warum schaust du dir nicht auch den Laden an? Er ist gleich hier an der Kreuzung. Okay, dann wollen wir mal zum Kartenladen gehen, aber zuerst speichern. Und dann machen wir das mit den Karten jetzt. Dann ist der Part doch extrem für den Arsch. Also wenn schon, denn schon. So, dann gehen wir mal rüne. Ich meine, er war hier rechts. Direkt. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Toxic. Ich glaube, ich habe ziemlich gute Karten in diesem Deck.
Ach ja, später gibt's in diesem Laden ein Mietdeck-Duell-Turnier. Ein Mietdeck ist einfach ein Deck, das schon fertig ist. So kann man alle möglichen Decks probieren. Sie unterscheiden sich von normalen Structure-Deck, dass sie alle besonders zusammengestellt sind. Aber die Frau im Laden hat gesagt, dass einer der Teilnehmer noch nicht aufgetaucht ist. Toxic, warum nimmst du nicht stattdessen am Turnier teil? Nico und ich sind schon angemeldet. Ich kann's gar nicht erwarten, gegen dich in einem Mietdeck-Duell anzutreten. Okay. Also jetzt haben wir auch noch Structure Deck drin. Dann haben wir den ganzen Spökes am Anfang tatsächlich hinter uns. So. Hey, du da. Hast du Lust auf ein Mietdeck-Duell? Natürlich hast du Lust drauf. Du weißt von unserem Mietdeck-Duell-Turnier, das gleich anfängt, oder? Natürlich weißt du. Es ist so, einer unserer Teilnehmer ist noch nicht aufgetaucht. Willst du einspringen? Wirklich, vielen Dank. Jetzt kann das Turnier beginnen. Verrate uns nur bitte deinen Namen. Ich will mir Karten kaufen, bitte. Toxic, verstanden. Okay, komm einfach zu mir, wenn du bereit bist anzufangen. Danke. So, hoffen wir mal, dass es gute Kartenpacks gibt. Ansonsten muss ich mich mit den Standarddingern zufrieden geben. So. Natürlich gibt's eine Kacke. So. Dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mit dem Mietdeck-Duell-Turnier-Dingens an. Vielen Dank für eure Geduld. Lasst das Mietdeck-Duell-Turnier beginnen. In diesem Turnier kämpft jeder der vier Teilnehmer gegen jeden. Der Gewinner erhält einen Preis. Fangen wir an. Das erste Paar ist Toxic gegen West. Wer hat's gedacht? Ich kann's nicht glauben, dass ich gleich als Erster gegen dich antrete, Toxic. West ist ein junger Duellant aus Crash Town, aber er kann sich mit dem Besten messen. Zeig's uns. Sein Gegner kam erst in letzter Minute dazu, Toxic. Ja, danke, dass du so viel über mich sagst, ja. Spastida, Synchrokrieger, Kaiser Erwache, Schwarzflügel, Rausch, Vorwärts, Maschine. Wow. Okay, krass, das sind echt klasse Decks. Warte, lass mich gucken. Untergang des Heroes, sagenhafte Invasore, Clan der Sechs Samurai, Dimensionalherrscher, X-Säbels-Montage, Drachenhöhle, kämpft Gladiatoren, Endlos Infernal, Dracheneinheit, Flug, Fusionshelden, Lichtschwur, Urteil. Ich nehme erstmal Lichtschwur, Urteil. So. Ach so, ja. L, B. Ho! So episch. Ich habe einfach gewonnen. Okay. So, damit ist dieser Part schon gerettet. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht zu sehen. Wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt. Nein, war Spaß. Ist ein Spaß. So, wir fangen erstmal an mit dieser Karte verdeckt und prächtige Illusion wieder. Okay, machen wir das noch verdeckt. Und was haben wir hier? Das machen wir im nächsten Zug. So. Lichtverpflichter ist ein meiner Meinung nach verdammt OPs Deck. Weil, wenn man den Urteilsdrachen draußen hat, ist eigentlich schon so gut wie Ende. Sagenhafte Grimrohr. So, ich kenne hier fast keine Effekte von denen. Deswegen muss ich mich einfach darauf verlassen, was ich so zustande kriege. Aber wie ich sehe, sind hier Synchros drin. Oder Fusionsmonster. Aber Fusionsmonster kann ich mir eigentlich vorstellen, dass er Urteilsdrache. So, das könnte ich aktivieren. Mache ich aber nicht. Ich ziehe erstmal. Nice, das ist gut. So, was ist hier drin? Schrottdrache. Da ist ja gar nichts Lichtverpflichtiges drin. Super. Okay. Ich mach erstmal das hier. So. Drei Karten von oben abgelegt. Und dann rufe ich mir... Ehren kenne ich gar nicht.
Nehmen wir den Jane auf die Hand. Das sollte ganz okay sein. So, dann rufe ich den Jane natürlich direkt auch aufs Feld. Bottomless Trap Hole, das ist kein Problem. Was habe ich denn auf dem Friedhof? Okay. Sollen wir es wagen? Ich wag's mal. So, aktiviert den Effekt von aufblühender Blumenzwiebel. Ich gerade einen Verteidigungsbus hier hin. Was ist denn das? Schier lichtverpflichteter Geist. Kann er drauf jedes Licht von 25 Name Friedhof. What the fuck? Okay, die scheint ganz krass zu sein, die Schiere. Erstmal will ich aber gucken, wie viele Unterschiede ich denn habe. 1, 2, 3. Ja, mit ihr wären es 4, ne? Aber das ist es nicht. Dann mach ich einfach mal so und hole mir meinen Gareth zurück. So, und mit dem kann ich dann trotzdem in die Battleface gehen und einen direkten Angriff starten. So, wunderbar, das 1850 Lebenspunkte direkt weniger. So, zwei Karten von oben weg. Schade, sehr schade. Dann wollen wir mal gucken. Sagenhafter Rabe. Was macht der? Warte, was? Wow, 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 wow. Das geht mir gerade ein bisschen schnell, ne? Was zum Teufel? Warum kann er die alle wieder rufen? Okay, er kann Stufe 18 Chromanzer machen. Könnte, glaube ich, etwas schmerzhaft werden. Und er macht's. Aber er hat auch nur einen Schrottdrachen. Aktivierst du den Effekt? Wäre eigentlich sinnvoll. Aber natürlich mal leuchten schwarzes C aktiviert. Wunderbar. Er hat keinen Drachen um Friedhof, oder? Ne, oder nicht? Also ich kann nur meinen Synchromanzer angreifen. Boah. Puh, da hat er sich nochmal selbst so ein bisschen in die Falle getrieben. Glück für mich. Und der Part ist schon wieder 18 Minuten lang. Ach du Kacke. Wolf, super. Den kann ich direkt wegschmeißen. Mit dem kann man nämlich nichts anfangen, wenn er auf der Hand ist. Ja, wunderbar. Und wir haben nichts gekriegt, was man irgendwie sonst noch verwenden kann. Deswegen rufen wir einfach Lumina. Lichtverpflichtete Beschwörerin. Legen wir die Karte. Ich drücke einfach immer zu schnell A. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt hole ich einfach einen Rüko aufs Feld. Bin ich behindert? Alter Schwede. Ganz ehrlich. Oh ne, ich muss einen Schluck Wasser trinken, es tut mir gerade echt leid. Boah ne, also dieser Part ist echt zum Scheitern verurteilt. Das ist ja nicht mehr normal. So, wenigstens kann er keine Synchro machen. Das freut mich und 2100 Lebenspunkte nehme ich gerne in Kauf. Boah ne. Also mit Lichtverpflichtern kann man eigentlich so abgehen. Nur halt, man muss halt das Glück haben, dass man die richtigen Karten auf den Friedhof legt. Beziehungsweise die richtigen Karten dann auch noch zieht. Was bei mir gerade so gar nicht der Fall ist. Aber ich meine, das ist ja Standard. So, legen wir eine Karte verdeckt und rufen dann unseren guten Jane. Damit wir wenigstens noch ein bisschen Schaden machen können.
Zum Beispiel an... So, den... mit 1100, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. So. Ich kenne diese sagenhaften Dinger nicht. Lichtverpflichter habe ich noch mitgekriegt. Also da mit dem Deck könnte ich noch ein bisschen spielen, würde ich sagen. Also ich... Ey, die Karten, die ich ablege, ne? Ist nicht schön. Wahrscheinlich hat er wieder eine Spiegelkraft oder sowas hinten. Sowas besitzt die Lichtverpflichter ja wahrscheinlich gar nicht. Was ist das? Hero der Schöpfung. Oh, ho, 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 ho. Oh ja, oh, oh ja. Oh ja, oh, oh, oh ja. Das wird sowas von gemacht. Mit den Urteilsdrachen auf die Hand. Schwören wir den... Ja, wir zeigen mal so ein bisschen, warum das Deck so meiner Meinung nach ein bisschen OP ist. Erstmal der krasse Urteilsdrache. Dann machen wir den Effekt von ihm einfach mal. Zahl 1000 Lebenspunkte und zerstören einfach alles. So, und dann können wir mal einen direkten Angriff mit 3000 starten. So, und jetzt hat er eine Karte für den nächsten Zug. Das muss eine Zauberkarte sein. Oder eine Falle, die durch Effektaktivierung zerstört. Ansonsten hat er verloren. Ist zwar krass, dass man so viele Karten auf den Friedhof legen muss, aber ich meine, zwei Züge und der Urteilsdrache hat rasiert. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Auch wenn er das Ding jetzt ruft. Ich aktiviere einfach mal den Effekt, ich weiß gerade nicht, was das ist. Achso, nee, machen wir nicht. So, meine Todeswache, die auf dem Friedhof gerufen hat. So, die Frage ist, ja, er kann auch keine Synchro machen, was mir irgendwie Schaden zufügen würde. Und deswegen können wir eine Karte ziehen. Ziehen wir den Effekt von Urteilsdrachen, zahlen 1000 Lebenspunkte, zerstören das komplette Feld. Also ich glaube, man kann schon verstehen, warum ich die Karte ein bisschen OP finde. So, lichtverpflichteter Mönch. Ne, ich zahle nicht nochmal 1000 Urteilsdrachen. Es tut mir leid. Ich sehe deinen Effekt sehr gerne, aber so gerne auch wieder nicht. So, und dann machen wir mit dem Urteilsdrachen ein Ende. Gut, dass dieses Duell nur 23 Minuten gedauert hat. Hey ho. Dieser Part meine ich. So, jetzt würde ich aber auch direkt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2011 Over the Nexus mit am Toxic. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.